Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir sind ganz viele heute ins Inventions, nämlich zum Mittagessen. Das Inventions ist ein Restaurant im Disneyland Hotel hinter mir. Und ihr könnt da mit den Charakteren essen. Debbie ist auch dabei. Hallo. Florian, die Nadine, der Tom. Ja, muss Ohren anziehen. Genau, wir nehmen euch jetzt mit zum Mittagessen und berichten dann, ob es uns geschmeckt hat, wie die Interaktion war beim Essen und vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen. So, hinter mir seht ihr die ganze Truppe nochmal. Tom ist auch da. Hallo. Genau. Florian ist auch da. Florian, Debbie haben wir eben schon gezeigt, Nadine und Melanie. Hallo. Foto. How are you? Good? Of course. Walt Disney World. Nice. I wasn't there, but a friend of us brought it. See, we have all three the same. Yeah. I have the same, yeah. So cool. Can we have the jump? That camera. So, wenn man am Tisch sitzt, bekommt man schon mal etwas Brot. Was haben wir hier? Butter? Könnte Butter sein? Ja, die gute französische Butter, ne? Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz original französische Butter. Und ich meine, ist die nicht aus dem Heimatort von Walt Disney? Echt? Ja, Beurre Disney. Okay. Abgeleitet von Disney. Also der Name Disney ist dort abgeleitet. Ah ja, Fun Fact, wusste ich auch nicht bisher. Genau, also wir haben ein bisschen Brot hier, dann haben wir unten noch so Tücher zum Hände sauber machen, Erfrischungstücher und Salz und Pfeffer. Es gibt Besteck. Besteck haben wir auch, genau, eine Karte, ein Glas. Das ist wirklich sehr aufregend. Und was wichtig ist, das ist nämlich, glaube ich, anders als im Plaza Gardens, dass nämlich hier nur das Essen inkludiert ist und nicht die Getränke. Genau, wir müssen Getränke separat bestellen. Aber ein kleiner Tipp, Leitungswasser ist in Frankreich gratis. Also einfach Tap Water bestellen, dann müsst ihr nichts bezahlen. Okay. Tja, Simone. Mickey is number one. Sorry, darling. You are number one, yes. So, das ist das Inventions und ich zeige euch jetzt erstmal das Buffet. So, hier haben wir das Vorspeisenbuffet. Lachs und Schinken, Salami, verschiedene Salate. So, an den Leuten hier ein bisschen vorbeifilmen. Dass ihr einen Eindruck bekommt, was es hier so zu essen gibt. Dann haben wir die Hauptspeisen. Das warme Fisch, Spieße, Gemüse, das sind Lammkoteletts, Nudeln, Halloween-Nudeln. Passend zur Season. Dann wird da noch Fleisch geschnitten. Die Mickey-Teller gab es da vorne. Genau, Debbie holt sich jetzt einen Mickey-Teller, wenn ihr euch einen Mickey-Teller holen wollt. Dann gibt es noch kalte Sachen. Hier gibt es dann Garnelen und verschiedene Toppings. Muscheln. Andere Schnecken. Hummer. Dann kommen wir natürlich zum besten Part, zum Dessert.
Und zwar haben wir hier einen Kuchen. Hier sind nicht so viele Leute, was gut ist. Da wir ja zur Halloween-Season hier sind, gibt es auch so einen leckeren Nachtisch. Gibt auch noch Lion King Macarons. Oh, das sieht auch sehr spooky aus hier mit so einem Finger. Nur, dass ihr den Eindruck bekommt, was man hier essen kann. So, mein erster Teller sieht sehr voll aus, wie ihr sehen könnt. Was habe ich? Ich habe Kürbishummus, Guacamole, Halloween-Pasta, Ribeye-Steak, Lachs mit Blinis, Spargel, Brokkoli, ein paar Tortellini. Also ein wilder Mix und ich probiere jetzt mal. Happy Halloween! So, ich habe mir Dessert geholt und da wir jetzt an Halloween da sind, ist es etwas spooky. Wir haben einmal Wackelpudding mit einem Auge. Zeig mir noch das rote. Genau, da hinten haben wir noch ein rotes Auge. Nein, ein roter Wackelpudding mit gelbem Auge. Und dann habe ich noch die Mousse-Schokolade mit dem Finger. Und ein paar Giraffen-Macarons. Genau, wir sind noch von der Lion King. Die sind übrig geblieben, die Reste. Verwertung. Come and join us. We're going to celebrate a great occasion. Right? You want to join us for... Oh! Donald, that's not nice. No. No. Getting ready for tonight. Dance party. Woo! Minnie, what is your costume for tonight? A witch? Party. La 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 la. Someday, my friend. Can we take a selfie? It's Carol. You see? It's you! So, wie ihr eben gesehen habt, hat Debbie einen Kuchen bekommen. Sie hat zwar nicht Geburtstag, aber sie feiert ja was. Und zwar, dass sie die Prüfung gestanden hat zur Lehrerin. Und wir haben ihr den Kuchen ganz heimlich bestellt. Sie wusste davon nichts. Das heißt, ihr könnt das, wenn jemand Geburtstag hat oder was Spezielles feiert, könnt ihr einfach den Kuchen bestellen heimlich. Und dann kommen die Cast-Member und ein Charakter
und bring den euch. Genau, ich sag jetzt nicht, was er kostet, das wäre ja doof. Könnt ihr dann selbst herausfinden. Aber er ist jeden Euro der 120 Euro. Invention seht ihr auch oben die ganzen Erfindungen, die Deko, wenn ihr mal hochschaut. Das ist ganz pfiffig gemacht. Schaut euch die mega coolen Kürbisse an. Mama Ursula, Maleficent und Jack und Sally. So, wir waren jetzt im Inventions, haben die anderen jetzt auf dem Weg verloren. Aber was sagen wir zum Essen? Es war sehr lecker. Ich fand es auch sehr gut. Warum müssen wir jetzt hier aus dem Punkt gehen? Die Atmosphäre ist auch sehr toll, finde ich. Ich fand es ein bisschen, das mit den Charakteren ein bisschen teilweise etwas schnell, aber dann kamen sie ja wieder. Ich glaube, Mickey war zweimal bei uns. Ja. Donald auch. Minnie war ein bisschen unter Zeitdruck. Wohl zuerst nicht, aber als sie dann später wieder kam, haben sie sehr nett. Oh, jetzt bin ich schon mal blind. Genau, also das Buffet kostet 69 Euro. Ja. Also Lunch oder Abendessen ohne Getränke. Und es gibt ja noch das Brunch am Sonntag. Das kostet aber 99 Euro, aber das Essen ist gleich. Aber die Charaktere haben dann ein Thema. Genau. Also das war unsere... Sehe ich wieder nichts. Oh. Das war unsere Review zum Inventions Mittagessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann euch leider es nicht zeigen. Ich habe keine Hand frei. Ich zeige Daumen hoch. Abonniert den Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao.